Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Immer noch unterwegs in Salzburg, wo die Beer Tasting Club App ihre Jahressieger kürt. Zuschauerwahl, die User haben abgestimmt und bei mir ist die Sabrina von Lontium. Servus. Hi, hallo. Sabrina, du hast hier zwei Preise heute abgeräumt, aber fürs gleiche Bier. Für welches? Ja. Für die Gelterler Weiße, ist ein Weißbier. Und das ist von unserem Braumeister das Lieblingsbier. Ist auch auf dem Emblem drauf. Und das passt. Ihr habt in der Kategorie Weißbier gewonnen. Und ihr seid unter die Top 3 der österreichischen Biere gekommen. Also die Weißbiertrinker habt ihr überzeugt und auch die österreichischen Biertrinker gleichermaßen. Also, aber jetzt ist ja Österreich nur keine Weißbiernation. Wie schafft man es tatsächlich da mit dem Weißbier unter die Top 3 von allen österreichischen Bieren gewählt zu werden? Ich bin auch kein Weißbiertrinker, aber die Burschen haben auch gesagt, aus der Flasche muss das zum Trinken sein, okay. Wenig Kohlensäure und natürlich bananig, Nelke und zitronig schmecken muss es. Das heißt, Alois und Klaus haben das Bier tatsächlich gebraut, um es aus der Flasche zu trinken? Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, was, wo man in Bayern dafür die bayerische Staatsbürgerschaft aberkannt kriegt. Genau, du kriegst, also das war unsere Motivation. Wir haben 0,33 Liter Flaschen und unsere Weißbiere trinken wir aus der Flasche. Okay. Und aufgrund dessen ist wenig Kohlensäure drinnen und scheinbar schmeckt es offensichtlich. Und vielleicht ist das genau der Fehler, dass österreichische Brauereien ihre Biere nicht so brauen, dass man sie aus der Flasche trinkt. Wenn das der Austrian Way of Weißbier Drinking ist, dann muss man offensichtlich, um erfolgreich zu sein, wie ihr das jetzt gerade unter Beweis gestellt habt, Weißbiere so brauen, dass man sie aus der Flasche trinken kann. Genau. Sabrina, nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke vielmals. Grüße an Alois und den Klaus. Und die Preise hier, die hängen dann demnächst bei euch in der Gastronomie bzw. im Sudhaus. Danke. Danke. Vielmals.